manchmal das Gefühl wirklich, ich übertreibe. Ich habe das Gefühl, ich mache zwischendurch Sachen mit Absicht. Ne? Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich hier Sachen simuliere, so ein bisschen mit Absicht. Aber ich weiß es nicht. Es kann auch sein, dass es echt ist. Ich kann es selber nicht einschätzen. Mache ich manche Sachen überspitzt, aber mit dem Sprechen, oder spreche ich wirklich so komisch? Es kommt mir halt merkwürdig vor. Ich glaube selber, dass ich das hier fake. Ja, ich bin mir nicht sicher. Digga, ich fake meinen eigenen Stream. Ich glaube, es ist so. Ich weiß es auch nicht. Wer glaubt, dass ich wirklich betrunken bin? Eine 1 in den Chat. Wer glaubt, dass ich hier kontinuierlich am Faken bin und ein sehr guter Schauspieler bin? Der kann eine 2 in den Chat schreiben. 1. Ihr glaubt, es ist echt. Ist es so. Wenn man betrunken ist, glaubt man, dass man selber faked. Es sind 1,5 Minuten um und das ist gerade wichtiger. Und das heißt, Andi, die Zeit ist um. Im Chat müssen die Leute jetzt die Antwort wissen. Ich habe hier gar nichts aufgeschrieben. Ich habe noch die drei Provo. Ach du, die hatte ich einen Zettel gegeben. Oh geil, da war ein Ring. So, also wir haben eine Antwort besprochen. Wir sind uns einig geworden. Und wir lassen euch gleich an der Antwort teilhaben. Aber zuerst möchten wir wissen, was habt ihr eigentlich in den Chat geschrieben? Und ich möchte wissen, auf welcher Kamera ich überhaupt bin. Auf der? Die ist gerade da. Nee, die ist da. Ne? Hä? Ach. Welche ist jetzt da? Guck mal, bei der Zeit. Dann muss das wohl die andere sein. Aber die andere, da ist. Nee. Doch, da ist die Hand davor. Ich hab's vorher nicht gesehen. Sprich mit der Hand. Die Kamera da oben ist es. Jetzt habe ich es realisiert. So, die Zuschauer sind auch noch da. Jetzt erst gucke ich rein. Vorher habe ich es noch nicht gesehen. To unlimited, no limit. Jetzt geht's aber los. Und was steht da noch? Siehst du schon doppelt? Nein. So, okay. Wir haben eine besprochene Antwort. Und unsere besprochene Antwort, ich zeig's euch jetzt, ist to unlimited. Was habt ihr? Habe ich schon gelesen, Wunder? To unlimited. Habt ihr auch. Das scheint eine Übereinstimmung zu sein. Andi, sag uns bitte, was ist es? No limit von to unlimited. To limited, das ist es im Grunde genommen. Dann geht wieder ein Punkt an euch. Ich singe jetzt vor. Ja, warte noch ganz kurz. Ich trinke noch ganz kurz einen Schluck. Dann kannst du ein singen. Schluck Wein. Nö, das ist... Wodka-Wein. Cardi Ras? Sieht aus wie Wasser. Ja, aber ich sag's doch gerade, was es ist. Es ist mal Cardi Ras. Das ist auch gut. Mit Sprite. So ein Video. Es schmeckt auf jeden Fall nicht gut. Schmeckt das dann wie abgeschnittene Füße oder wie Eulenwasser? Aber ich habe im Background meine Security und die passt auf mir auf. So, also, wir sind bereit, wir gehen in die nächste Runde. Was kommt jetzt? Not up on guns, bring your friends, it's fun to... Da brauche ich gar nicht besoffen für, was soll. To pretend she's overboard and self-assured. Oh no, I know a dirty word. Hello, hello, hello. Hello, hello, how low, hello, hello, hello. Hello, 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 hello. Was ist das? With the lights. Oh, this is dangerous here. We are now entertainers. Okay, ich hab eine Ahnung. Continuous and we are now entertainers. Ich hab so eine kleine Ahnung. Jetzt weiß ich's. Beim vorletzten Satz wusste ich's. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. So, jetzt wollen wir mal überlegen. Was könnte das Zitat sein? Ich hab's noch im Kopf. Ich weiß gar nichts mehr. Ich lese es nochmal lieber durch. Load up on guns. Bring your friends. It's fun to lose.
and to predict she's overboard and self-assert. Oh no, I'm now a dirty what? Hello, 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 hello. How low? Ne? Wie langsam? Ne? Fragezeichen. Hello, 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 hello. How low? Wieder, wie, ne? Wie langsam? Hello, hello, hello. With the lights, also mit den Lichtern out it's less, das weiß nicht, was es heißt. So, was ist die Antwort? Weißt du das? Ich hab's gelesen, aber ich wüsste es nicht. Also nein, ich weiß es nicht. Ich hab's gewusst. Ach so. Ja. Die Zeit läuft ab jetzt. Eigentlich schon seit einer halben Minute, aber es ist ja auch egal. Nee, ich überlege ganz kurz. Ruhe ist. Ich bin voll im Gedankenprozess. Der Verrat gesoffen. Prost, wir müssen jetzt alle trinken. Prost, der Pfarrer säuft. Gleich kommt mir die Idee. Ich habe es auch gelesen. Ich weiß gar nichts. Ich weiß auch nicht mehr, was ich gelesen habe. Es könnte auch ein Rezept für einen Kuchen gewesen sein. Auf Englisch, ich weiß es nicht. Ich glaube, Andi möchte mal was backen. Ich glaube, Andi möchte mal Mohnkuchen machen. Mohn. Mohnkuchen schmeckt gut, aber Apfelkuchen auch. Schreibt mal Mohn mit 2 M? Ja. Ja, dann habe ich es ja richtig. Na, dann habe ich es doch gut aufgeschrieben. Da habe ich es doch gut aufgeschrieben. Mit dem Mohnkuchen. Schreibt mir rein, was ihr nicht gut fandet. Ja, wenn jemand sagt, ich finde den Alkoholkonsum live in einem Stream nicht gut, dann finde ich das absolut richtig. Ich möchte auch in Zukunft in meinen Streams keinen Alkohol konsumieren. Auch das heute ist ein Fehlrutsch gewesen. Kashi hat mich dazu angestiftet. Und das sage ich jetzt, wie es ist. Ich habe jetzt Mohnkuchen geschrieben. Ich hoffe, Mohnkuchen ist die richtige Antwort. Ich drücke die Daumen. Ich hoffe, ich habe recht. Sag jetzt die Auflösung. Nirvana. Smells like Teen Spirit. Ah, da lag ich, glaube ich, daneben. Also Nirvana hat vielleicht einen Kuchen gebacken, aber ich weiß nicht. Ich glaube, da lag ich daneben. Ach, das ist schade. Ich war mir so sicher mit dem Mondkuchen. Der heißt auch Australier. Ich glaube, muss ein Kaninchen fahren, um die zu... Ich dachte, der Mondkuchen wäre richtig haarscharf am Ziel vorbeigeschossen. Naja. Gibt es einen anderen Tag, da habe ich mehr Glück. Oh, das Glas ist schon wieder voll. It's magic. Ja, wenn man die richtigen Leute im Background hat, dann ist das Glas auch immer voll. Das Wasser muss runterfließen. Schwätzer. Kleiner Schwätzer. Aber es ist okay. Andi, wir haben mal zusammen im Sauerland getanzt, ne? Ja, ich war im Spiegel. Ja. Oh. Das war lustiger Tag. Ja, und du kommst auch bald nach Kiel, ist das richtig? Ja, September. Im September. Und welchen Monat haben wir jetzt? Oktober, ne? Ich meine August. August, September. Und im Oktober willst du kommen? September. Ach, im September. Dann steht da Blow und dann muss ich auf Start drücken. Und wenn dann Blow leuchtet und nicht mehr blinkt, kann ich pusten. 6 Sekunden. Eigentlich so ist die Theorie. Es klappt nie. Oh, ne. Jetzt habe ich nur noch... Ach so. Zählt der Scheißteil eigentlich ganz halt rückwärts? Oh ja. Also ich habe nur noch 18 Promille anscheinend. Ich baue ab. Ja, meine Promillezahl baut ab. Ich habe nur noch 18 Promille. Nur noch 18 Promille. Es ist ganz wenig geworden. Mir passiert nichts. Ich bin in guten Händen. Es ist der Kashi da. Du kennst ihn mittlerweile. Und ich bleibe bis 2 Uhr da. Und Seremi ist auch da. Du hast sie auch mittlerweile kennengelernt. Die sind noch da, aber die verpissen sich auch gleich und lassen mich alleine. Und was dann mit mir passiert, das ist eine Sache... Ihr werdet es im Stream sehen.
Kashi wird vielleicht von zu Hause aus nochmal ganz kurz reinschauen, aber er wird nichts mehr bewerkstelligen können, weil er nicht mehr in greifnaher Nähe ist. Wenn mir jetzt gleich was passiert, ist er nicht mehr da. Und wer hat dann das schlechte Gewissen? Da könnt ihr mal dreimal raten. Es ist der Kashi. So, Seremi hat den kürzesten Weg. Sie ist vielleicht nochmal nachträglich da. Sie kommt nochmal wieder und sagt, oh mein Gott, ich habe Sorge um Shizu. Er ist gegen die Tür gelaufen. Was kann ich machen? Muss ich den Erste-Hilfe-Kasten aus dem Kofferraum holen? Weil sie hat ja ein Auto. Und da holt sie es dann raus. Und dann macht sie erstmal einen Druckpressverband, weil das hat sie im Erste-Hilfe-Kurs gelernt bei dem Führerschein. Entschuldigung. Immer schlägst du mich, ey. Ja, aber das ist ja auch gerechtfertigt. Lasst Shizu gerne wissen, wie ihr es fandet. Hat es euch gefallen? Dann lasst einen Daumen nach oben da. Als ob. Wenn ihr nicht genug von der Grütze bekommen könnt, dann folgt ihm auch auf Instagram. Dort hinterlässt er fast täglich sinnfreien Schrott aus seinem traurigen Leben. Man glaubt es kaum, doch der Möchtegern Meister der guten Unterhaltung besitzt sogar einen Discord-Server. Dort könnt ihr chatten, Minigames spielen, erhaltet immer die aktuellsten Updates rund um die Streams und vieles mehr. Also, es lohnt sich nicht, auf dem Server beizutreten. Es gibt auch einen Shizu-Shop, aber wer will schon zu überhöhten Preisen mindere Qualität erwerben? Eben, niemand. Wenn ihr wieder einmal nichts Besseres zu tun habt, dann sehen wir uns im nächsten Stream wieder. Bis dahin, haut rein!